Werwölfe, Vampire, Hexen, Riesen und viele andere wirklich gruselige und verstörende Monster gibt es hier in Deutschland. Zumindest wenn man den unterschiedlichsten gruseligen deutschen Legenden und Mythen und Mysterien Glauben schenkt. In jedem Teil von Deutschland gibt es unterschiedlichste Geschichten, die erzählt werden, von gruseligen Gestalten oder schrecklichen Mördern, die einst dort gelebt haben sollen und eben grausame Dinge getan haben. Ich habe heute für euch einmal 5 gruselige deutsche Legenden und Mythen rausgesucht und möchte die euch einmal vorstellen und genauer erklären. Also, lehnt euch gerne zurück und viel Spaß mit den gruseligen deutschen Legenden. Die Hexe von München. Wer sich etwas mit dem Mittelalter auskennt, wird ein sehr dunkles Kapitel europäischer Geschichte kennen, und zwar die Hexenverbrennung. Es kam immer wieder vor, dass unschuldige Frauen und Männer von Nachbarn, Freunden oder Familienmitgliedern als Hexen und Zauberer beschuldigt wurden. Die Beschuldigten wurden dann meist gefangen genommen und unter Folter oder anderen grausamen Methoden zu einem gelogenen Geständnis gebracht. Tausende Frauen und Männer wurden daraufhin in Deutschland als Hexen oder Zauberer verbrannt. Doch ein Vorfall wirft bis heute viele Fragen auf, und zwar geht es um die 17-jährige Theresia aus München. Sie wurde von einem Mann aus der Stadt als Hexe angeschwärzt und daraufhin mit einem weißen, ärmlichen Bettelhemd in eine Zelle geworfen, gefoltert und zum Tode verurteilt. Das Problem aber war, dass manche Leute behaupten, sie hätten angeblich mit angesehen, dass sich das junge Mädchen am Tage vor ihrer Hinrichtung in eine Fledermaus verwandelt haben soll und eben in der Nacht durch das Fenster der Kleinzelle hin verschwunden ist. Tatsächlich war am nächsten Morgen ihre Zelle leer gewesen. Niemand konnte sich erklären, wo Theresia hin sein sollte, doch die seltsamen Vorkommnisse waren hier noch nicht vorbei gewesen. Denn am selben Morgen fand man heraus, dass der Mann, der Theresia als Hexe angeklagt hatte, ermordet wurde. Er wurde auf eine brutale Weise erdrosselt und das mit demselben weißen, ärmlichen Bettelhemd, das Theresia unzweifelhaft trug. Niemand weiß, was an dem Abend vor ihrer Verbrennung wirklich mit Theresia geschah, wie sie aus der Zelle fliehen konnte und wie sie es schaffte, unbemerkt ihren Ankläger zu töten und dann auch noch für immer zu verschwinden. Die verlorene Stadt Herxheim. Diese Bilder wurden in Deutschland gemacht, als man die verschollenen und verborgenen Überreste der Stadt Herxheim ausgrub. Eine Stadt, die vermutlich vor 7000 Jahren existierte und dann irgendwann ausstarb und für immer von den Karten Deutschlands verschwand. Als man die Überreste dieser Stadt ausgrub, fand man neben den ehemaligen Gebäudestrukturen und Brunnen aus der damaligen Zeit auch die knöchernden Überreste von vielen unterschiedlichen Menschen. Soweit scheint das Ganze nicht ungewöhnlich zu sein, da Knochen in einer verschollenen Stadt zu finden etwas ist, was man eigentlich erwarten würde. Das Besondere aber war, dass diese Knochen deutliche Spuren aufwiesen, dass hier Fleisch von den Schädeln und Knochen abgezogen wurde. Dieser Prozess nennt sich bei Experten Flesh Stripping, und dieser Prozess wird nur dann angewandt, wenn man menschliches Fleisch vorbereitet, um dieses zu essen. Mit anderen Worten, als man diese verschollene deutsche Stadt ausgrub, fand man einen ehemaligen deutschen Ort, eine ehemalige Stadt, in der früher scheinbar viele oder sogar nur Kannibalen lebten, die sich gegenseitig aufgefressen haben. Ob dies wirklich stimmt, dass das alles Kannibalen war, kann man bis heute nicht zu hundertprozentiger Sicherheit sagen. Die Irrlichter. In vielen Mooren Deutschlands gibt es immer wieder Sichtungen von sogenannten Irrlichtern. Dies sind geisterhafte Erscheinungen, Wesen, die sich als Menschen ausgeben und sich in Mooren oder Wäldern nahe den Mooren verstecken. Dort warten sie, bis die Nacht hereinbricht, und dann legen sie sich auf die Lauer. Ihr Ziel sind nichtsahnende Wanderer, die sich nach Einbruch der Dunkelheit in der Natur verlaufen haben und nun irgendwie einen Ausweg aus den undurchdringlichen Wäldern suchen. Sollten die Irrlichter so jemanden finden, entzünden sie eine ihrer Laternen und schwingen diese umher.
Das Licht aus der Ferne gibt den Wanderern, die sich verlaufen haben, dann Hoffnung, dass sie es irgendwie schaffen können, aus dem Wald zu fliehen, da Licht ja auch Zivilisation bedeutet. Und daher folgen diese Wanderer den Lichtern durch die Wälder. Doch die Irrlichter haben ganz andere Intentionen. Sie wollen den Wanderern nicht helfen. Ihre Intention ist es, die nichtsahnenden Wanderer in die nahegelegenen Moore zu führen, und dann locken sie sie immer und immer tiefer hinein, bis diese irgendwann so tief im Schlamm sind, dass sie darin feststecken und nicht mehr aus dem Moor entkommen können. Und dann gucken die Irrlichter dabei zu und warten so lange, bis die Wanderer panisch versuchen, sich aus dem Moor zu retten, voller Angst nach Hilfe rufen und irgendwann lebendig im nassen Schlick der Moore begraben werden und dann dort ersticken, bevor sich die Irrlichter dann wieder erneut auf die Lauer legen, um ein neues, ahnungsloses und vor allem auch hilfloses Opfer zu finden. Also, wenn ihr euch mal nachts in einem Wald oder Moor verlaufen habt, seid vorsichtig, wenn ihr in der Ferne eine schwingende Laterne sehen könnt. Der Erkinger. Der Erkinger ist eine gruselige Legende aus Bad Liebenzell in Baden-Württemberg. Dieses Wesen ist ein Riese, der ca. 4 Meter groß ist und in einem Turm der Stadt hausen soll. Damals, als viele Leute sich vor dieser Gestalt fürchteten, gab es die Legende, dass er auf der Suche nach Frauen gewesen ist, die erst vor kurzem geheiratet haben. Immer dann, wenn er eine frisch verheiratete Frau sah, überwältigte er sie und entführte sie danach in seinen Turm. Dort angekommen, brachte er sie auf die grausamste Art um und aß dann ihren leblosen Körper auf. Er aß ihr ganzes Fleisch, trank ihr Blut, lediglich ihre Knochen wollte er nicht verspeisen und warf diese, die übrig geblieben sind, daraufhin aus dem Fenster seines Turmes, sodass irgendwann der Beinberg entstand. Ein Berg, den man bis heute sich noch angucken kann in Baden-Württemberg. Da die Menschen sich vor diesem Riesen fürchteten und ihn nicht mehr am Leben lassen wollten, mauerten sie eines Tages den Turm, in dem er schlief, zu. Als der Riese dies bemerkte und sah, dass er nicht mehr aus seinem Turm kommen konnte, entschied er sich, aus dem Turmfenster zu springen. Da sein Turm allerdings sehr hoch gewesen ist, starb er beim Aufprall. Laut der Legende gibt es sogar Beweise, dass dieser Riese existierte. Und zwar soll die Kleidung dieses Riesen noch viele Jahre später in der Riesenkapelle in einem Kloster aufbewahrt worden sein. Ob dies allerdings stimmt und ob es wirklich diese Beweise des Riesen gibt, weiß niemand so genau. Der Axtmörder von Bremen. Für die letzte gruselige deutsche Legende müssen wir nach Bremen gehen. Genauer gesagt in den Stadtteil Huchting. Denn dort soll es einst ein zunächst völlig normales und scheinbar wirkendes Haus gegeben haben, das aber eine düstere Vergangenheit verbarg. Denn in diesem besagten Haus lebte einst eine Familie. Die Familie war relativ normal gewesen, bis eines Tages der Vater durchdrehte und mit einer Axt seine eigene Frau und seine Kinder brutal ermordete. Nach diesem schrecklichen Vorfall stand das Haus extrem lange leer, da niemand in ein Haus ziehen wollte, in dem so eine schreckliche Tat vollzogen wurde. Doch als dann irgendwann das Haus doch noch verkauft werden konnte, bemerkten die neuen Bewohner sofort gruselige Dinge, die im Haus vor sich gingen. Es war unschwer zu erkennen, dass die Geister der ermordeten Familie weiterhin im Haus existierten. Die Geister lebten dort und sorgten dort für eben schreckliche Dinge. Sie spukten durch dieses Haus. Auch die neuen Eigentümer schafften es laut der Legende nicht lange in diesem Haus zu wohnen und so stand das Haus erneut leer, ohne die Chance, dass jemand es kaufen würde. Darum entschied sich die Stadt, es einfach abzureißen. Bis heute weiß niemand, wo genau dieses Haus stand und ob wirklich Geister im Inneren des Hauses existierten.